Die Saat der jungen Generationen. Seit es in Bildungsinstituten gute Möglichkeiten hinsichtlich der Dauer für Allah gibt, arbeiten viele muslimische Frauen freiwillig in diesem Bereich, auf der Suche nach Allahs Lohn für das Unterrichten und das gleichzeitige Erfüllen der Dauerarbeit. Diese guten Vorbilder an muslimischen Frauen werden dringend zu Hause gebraucht. Ihr Fokus richtet sich darauf, ihre Kinder zu erziehen und sich um ihre Häuser zu kümmern. Das gilt ganz besonders für diejenigen, die bereits jahrelang unterrichtet haben. Und dennoch achten sie nicht auf ihren eigenen Komfort. Sie unterrichten weiter und setzen sich dafür ein, zukünftigen Generationen der Muslime Nutzen zu bringen. Sie wissen, dass die Zeit, die sie mit ihren Schülerinnen verbringen, ihnen eine wertvolle Möglichkeit bietet, einige Dutzend Schülerinnen, die ihren etwa einstündigen Unterrichtsstunden sitzen, zum richtigen Weg zu rufen. Aus diesem Grund sollte jede Lehrerin eine Da'iya, eine Ruferin zu Allah sein, unabhängig davon, welches Fach sie unterrichtet. Eine andere Geschichte. Die Mathematiklehrerin ist sehr aktiv in der Dawa und erteilt oft gute Ratschläge und Empfehlungen an ihre Studentinnen. Sie schreibt oft Ratschläge auf die Prüfungsbögen, die sie für die Examen schreibt. Eine ihrer Fragen lautete: Abdullah wollte die Musik von seinen Kassetten löschen, denn Allah hat das Hören von Musik verboten. Er öffnete die erste Schublade und fand 19 Kassetten darin. Dann öffnete er die zweite Schublade und fand 15 darin. Und 13 Kassetten befanden sich in der dritten Schublade. Wie viele Musikkassetten, welche Allah verboten hat, wird Abdullah löschen? Eine andere unterrichtet Englisch, doch widmet sie in ihrer Klasse zu Beginn ein paar Minuten zum Rezitieren von Ahadith des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, an ihre Studentinnen und erklärt ihnen deren Bedeutung. Und eine Lehrerin für Naturwissenschaften hielt einen Unterricht über das Schmelzen eines Eisenkerns und führte ein Experiment durch, bei dem sie eine kleine Menge an Eisen schmolz. Sie sagte zu ihren Studentinnen: Wie wird dann das Feuer der Hölle sein? Können wir dessen Hitze auch nur für einige Minuten ertragen? Eine ihrer Studentinnen erwachte durch diese Worte aus ihrem Schlaf und wurde aktiv darin, Allah zu dienen und ihm zu gehorchen. Eine andere Geschichte. Mir wurde von einer Englischlehrerin erzählt, die dabei half, eine ganze Mädchenschule dazu zu bringen, den Islam besser zu leben, indem sie mit ihnen innerhalb und außerhalb der Klassen Dauer machte. Sie weiß, dass sie eines Tages vor Allah stehen wird und er sie über ihren Einsatz fragen wird, den sie auf der Arbeit für ihre Studentin und für die Dauer für ihn geleistet hat. Sie betrachtet ihre Jahre an der Schule als goldene Möglichkeiten, Allahs Lohn zu erlangen und bemüht sich sehr, diese Jahre auf die beste Art und rechtschaffenste Weise zu investieren.